Herzlich willkommen, liebe SVE-Fans. Ich begrüße euch recht herzlich zur neuen Saison 2017-2018, auch wenn noch kein Ball bei einem Regionalligaspiel gelaufen ist, sondern es heute erstmal losgeht mit dem Trainingsauftakt hier in Großbildersdorf. Wir haben für euch das Interessanteste mit Sicherheit eingefangen, nämlich Stimmen von Trainer Carsten Neitzel und ein paar Eindrücke vom Training. Carsten Neitzel, herzlich willkommen zum ersten Mal vor der TV11-Kamera. Das Saarland und heute auch das angrenzende Frankreich haben sich hier richtig Mühe gemacht. Die Sonne scheint, der Einstand ist perfekt für das erste Training, für den Trainingsauftakt. Sind Sie gut angekommen oder bist du gut angekommen im Saarland? Sehr, sehr gut. Also schönes Wetter, gute Trainingsbedingungen. Ich finde total motivierte Jungs, aber das ist am Anfang der Vorbereitung immer so, dass man motiviert ist. Das sieht dann wahrscheinlich am Sonntagnachmittag schon etwas anders aus, wenn wir dann die fünfte Trainingseinheit haben, die wir jetzt nicht deswegen machen, dass wir uns kaputt trainieren, sondern ich will einfach, dass die Jungs viel miteinander Fußball spielen, dass sie mich kennenlernen, dass sie die Neuzugänge kennenlernen, dass ich die Jungs kennenlerne und dann einfach ein Gefühl für die Mannschaft entwickeln kann. Und dann fahren wir auch schon am Montag erstmal wieder ein bisschen runter. Aber so ist es alles gut. Ein paar Leute sind da. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Du kennst ja einige der Jungs, einige selbst schon trainiert, eine andere gesehen auf fremden Plätzen oder im Ligabetrieb. Was ziehst du jetzt heute so ein Fazit nach der ersten Trainingseinheit? Ja, das ist schwierig. Das ist ein Fazit ist jetzt schwierig zu ziehen nach dem ersten Training. Für mich ist dann wirklich das Wichtige und das Entscheidende, dass man dieser erste Eindruck, dass man merkt, dass die Jungs was auf dem Kasten haben. Und dass es jetzt an uns allen gemeinsam liegt, diese Dinge, die sie auf dem Kasten haben, einfach konstant gut in der Liga abzurufen. Und da habe ich ja viele, viele gute Spieler da, die haben wir hier da. Es wird noch der eine oder andere dazukommen, das ist auch Fakt. Und dann wollen wir halt einfach bis zum ersten Spieltag eine Mannschaft auf dem Platz haben, die in der Lage ist, guten Fußball zu spielen, aber natürlich in erster Linie auch erfolgreichen Fußball. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir ganz schnell diese Dinge auch hinbekommen. Die SVE ist natürlich nicht die einzigste Mannschaft, die sich im Moment in der Regionalliga Südwest auf die kommende Spielzeit vorbereitet. Beobachtest du so das Geschäft im Moment tagesaktuell? Was passiert? Wie stellen sich die anderen Mannschaften auf? Und was ist so deine Erwartung an die kommende Regionalliga Südwest in der neuen Spielzeit? Ja, natürlich schaut man, was die anderen Vereine in der Regionalliga machen, wenn sie das Neuzugänge holen, wie sind ihre Testspiele gelagert, wann hat man mal die Möglichkeit, das ein oder andere Testspiel sich anzuschauen. Das ist normal, dass man das verfolgt. Ansonsten ist die Regionalliga gespickt mit großen Namen, ja, mit Namen von Vereinen, die halt alle schon höherklassig gespielt haben. Egal, ob es jetzt 50 oder 50 Jahre her ist oder ob es 10 oder 3 Jahre her ist, mit Mainz 2, mit dem FSV Frankfurt kommen zwei Drittligisten in die Liga mit rein und dann gibt es die normalen Mannschaften. Ich glaube, dass mit Sicherheit 10 Mannschaften so im Hinterkopf, ohne dass es aussprechen. Irgendwie, wenn wir eine gute Saison haben, dann vielleicht gelingt es uns, an den ersten beiden Plätzen zu schnuppern. Und das ist auch völlig normal, das ist gut so. Und ich bin echt gespannt, wenn es losgeht, wie wir es hinbekommen, direkt am Anfang da zu sein. Das ist das große Ziel, dass man direkt am Anfang da ist, dass es knallt und dass es losgeht und dass man vor allen Dingen erfolgreich spielt. Ich habe heute während dem Training einen ziemlich aktiven, energischen Trainer gesehen. Gibt es eine kurze Beschreibung? Das ist das Spiel. Heute war ja nur Training. Das ist das Spiel von Carsten Neitzel. So spiele ich, so lasse ich spielen. Gibt's nie. Das ist halt, ich finde, wenn ich jetzt sage, das ist mein Spiel, was ich sehen möchte, dann beschränkt man sich schon wieder. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich möchte gern Pressing spielen, dann gibt es Spielsituationen, das ist völlig falsch, Pressing zu spielen. Wenn ich sage, schön defensiv stehen, dann gibt es Situationen, das ist völliger Quatsch, defensiv zu stehen. Ich finde es gut, wenn man immer wieder auf die Situation, die auf dem Platz vorherrscht, wenn man auf die so reagiert, dass man da eine der besten beiden Lösungen findet. Und da gehört alles dazu. Pressing, tief stehen, ins Dribbling gehen, mit zwei Kontakten spielen, zum Torabschluss kommen, Tore machen, alles klar. Ja? Also es wird immer wieder für die Spiele neue Dinge geben, wie wir es angehen, weil da muss man einfach auch so geerdet sein, dass man auch sagt, so ein bisschen muss man auch gucken, was der Gegner macht. Ja? Eins ist klar, es gibt gegen den Ball, gibt es klare Strukturen und bei eigenem Ballbesitz werden die Spieler auch viele Freiheiten haben.